Covid-19 beschäftigt uns alle, ob in der Politik oder in der Wissenschaft oder im Alltag. Eine Sorge treibt uns um, dass wir die stationäre Versorgung nicht mehr gewährleisten. Eine besondere Sorge gilt dabei auch den Intensivstationen. Jährlich in den Wintermonaten werden Patienten dort stationär aufgenommen. Auf den Intensivstationen müssen beatmet werden, weil sie an der Grippe leiden. Es wäre sinnvoll, diese Grippewelle auch dadurch zu bekämpfen, indem wir eine Impfpflicht vorübergehend während dieser Covid-19-Pandemie einführen, damit wir wenige Patienten, die an Grippe leiden, noch in Intensivstationen haben und dadurch Platz schaffen für Covid-19-Infizierte und vor allem Erkrankte, damit wir die Beatmungskapazitäten auch aufrechterhalten können in Deutschland. Deshalb meine persönliche Forderung als Idee, die vorübergehende Impfpflicht für alle gegen Grippe. Wenn wir diese Forderung heute stellen, sind wir für den Herbst auch gewappnet, die zweite Welle von Covid-19-Infektionen zu meistern.